Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Icarus. Ich bin Flex, wie immer schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, die letzten Vorbereitungen für unsere große Arktis-Expedition laufen. Gerade nochmal dabei, ein paar Vorräte zu sammeln. Dann haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Wir haben unsere Ausrüstung, unsere Bewaffnung, unseren Schutzbungalow und dann auch hoffentlich genug zu essen dabei, denn das kann im Schneebiom ja schwierig werden, habt ihr auch schon geschrieben. Da läuft ja nicht so viel rum, außer eventuell ein mieser, fieser Eisbär. Und da sollten wir doch von der Jagd, glaube ich, absehen. Deswegen, dass wir so genug Vorräte dabei haben. Alles andere haben wir schon. Wir hatten letzte Folge ja schon so gut wie alle Materialien zusammen. Es musste ja nur noch alles eingeschmolzen und verarbeitet werden. Das habe ich jetzt offscreen gemacht, sodass wir jetzt unsere Ausrüstung nur noch zusammenbauen müssen. Die Vorräte vorbereiten und dann können wir sofort losziehen. Ich hoffe, dass wir es auch noch an diesem Ingame-Tag jetzt schaffen. Damit wir die nächste Nacht jetzt schon dann im Eisbiom unterwegs sind. Aber ein paar Vorräte brauchen wir auf jeden Fall, weil ich möchte da schon richtig, richtig viel mitnehmen. Gucken, wie es vom Gewicht passt, damit unseren Hausbauteilen. Denn ich habe probeweise ein paar von unseren Berries und Karotten, davon brauchen wir richtig viele, mal eingekocht zum Gucken. Letzte Folge hatten wir noch die Küche noch nicht fertig aufgestellt. Wegen der Haltbarkeit. Die sind ja, ja, unendlich lange jetzt haltbar, die Konserven quasi, unsere eingekochten Sachen. Die haben gar keinen Haltbarkeitsverlust mehr. Das ist natürlich absolut super. Wenn das mit dem Brot auch so ist, weil da habe ich noch keins Probe gebacken. Oder mit den Salaten oder so vielleicht auch. Wobei, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich schätze, das gilt nur für die Konserven. Aber trotzdem, das ist auf jeden Fall schon mal alleine super. Ja, Lieben, dann habe ich angefangen, uns auch mal die ganzen Sachen zu sammeln, die wir bis jetzt ignoriert haben. Hier nehme ich Kaffee, Tee, Kakao. Und dann werden wir uns auf jeden Fall aus Thermoskannen natürlich fertig machen. Damit wir dann wirklich auch ein paar Heißgetränke noch mitnehmen können fürs Schneebiom. Schaden kann es nicht. Auch wenn Thermoskannen echt teuer sind. Die kosten 12 Stahlbarren eine. Aber wir werden mal gucken, was wir da mitnehmen. Erstmal klappt das hier schon sehr gut. Gucken wir mal kurz ein bisschen. Was habe ich auch schon gesammelt? Hier Weizen auch fleißig geerntet mit der Sichel. Da kommt so viel raus. Aber man braucht auch immer viel. Man braucht hier schon 100 Weizen, um 10 Mehl herzustellen. Bisschen Hefe, bisschen Kürbis. Berry sieht schon wieder gut aus. Karotten sieht sehr gut aus. Weil ich will so viel von den Gläsern mitnehmen, wie nur geht. Weil der Weg ist ja echt, echt weit, dass wir da nicht in die Not kommen, nachher, weil wir am Verhungern sind, uns mit einem Eisbär anlegen zu müssen. Und was ich noch überlegt habe, mal gucken, was die wiegen, ob wir die Holzigel lernen und dass wir unsere Basis, oh, hier haben wir noch ein bisschen Hefe, super, dass wir unsere Basis sichern können, unseren kleinen Mini-Bungalow. Wie gesagt, plötzlich der Eisbär vor der Tür steht. Ich weiß nicht, ob die Steinstrukturen kaputt machen können, aber wir wissen ja, dass die Tiere unsere Holzgebäude auf jeden Fall kaputt machen können. Der Wolf hat schon mal reingeknuspert bei uns in eins der ersten Holzhäuser. Und deswegen, so, gucken wir mal, es ist schon 11 Uhr. Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt doch, weil wir müssen das ja alles noch herstellen und einkochen. Aber wenn nicht, dann gehen wir morgen früh ganz früh los, also morgen früh im Ingame-Tag hier. Das macht auch nichts. Auf jeden Fall gehen wir in dieser Folge los. Dann haben wir wirklich alles. Dann haben wir unsere Ausrüstung mit, also ne, unsere persönliche Ausrüstung mit der Fellrüstung. Unsere Waffe mit dem Recurve-Bogen. Wir müssen bei Knochenpfeilen bleiben übrigens. Ich wollte ja eigentlich auch noch auf Feuersteinpfeile umsteigen. Aber ich habe ja alles Eisenelz. Eisenelz. Was ist denn heute los? Eisenelz. Eisenerz eingeschmolzen. Und wir brauchen ja für die. Ah, herrlich. Wir brauchen ja für die. Für die Feuersteinpfeile brauchen wir aber Roherz. Und jetzt haben wir alles schon in Barren. Damit geht's nicht mehr. Ist nicht wie bei dem Brennofengemisch, wo es egal ist, ne, zum Stahl herstellen, ob es Roheisen ist oder das fertige Eisenbarren. Das geht ja beides. Und kostet auch das gleiche. 6 Roheisen oder 3 Eisenbarren. Aber bei den Pfeilen geht's leider nicht. So, ich weiß nicht, ich glaube, hier habe ich schon echt viel abgesucht. Tierfett habe ich übrigens auch noch hergestellt, ihr Lieben. Letzte Folge habe ich ja genau aufs Rezept geguckt. Habt ihr auch geschrieben, guckt genau aufs Rezept und sagt, irgendwo kann man hier Tierfett herstellen. Und dann weiter. Ja, manchmal, ne? Manchmal muss man auch mal verwirrt sein. Aber wirklich, ich habe auch in der Aufnahme geguckt. Ich gucke genau auf das Rezept drauf. Da steht es genau vor mir. Ich lese es auch noch vor. Tierfett. Und dann sage ich, oh, irgendwo kann man hier Tierfett herstellen und renn los. Ah, super. Muss auch mal sein. So, ich denke, hier ist wirklich schon echt viel abgesucht. Ein bisschen nach unten gucken.
Und dann passt aber doch vielleicht sogar auf einer Zeit, dass wir losziehen. Obwohl, so lange das jetzt dauert, das jetzt auch nicht. Komm, Leute, wir suchen jetzt noch weiter hier den Tag. Weil wir haben ja Zeit. Suchen jetzt noch weiter hier, noch ein bisschen am See. Und dann ziehen wir morgen früh, am morgigen Ingame-Tag ganz früh. Das können wir nämlich noch in Ruhe auch an unserem Haus noch ein bisschen jetzt werkeln und kochen. Ich habe uns auch mal zum Spaß einfach innen drin mal ein paar von diesen Balken aufgestellt, von diesem Interieur-Wood. Weil es einfach gemütlicher aussieht und schöner und mehr nach Fachwerk, wenn da so ein paar Stützbalken drin aufgestellt sind. Nimmt zwar etwas von dem Platz weg, aber es sieht einfach besser aus. Finde ich. Werdet ihr ja gleich sehen, wenn wir nach Hause kommen. So, Wichtigste sind eigentlich auch Berries und Karotten. Von den anderen Sachen können wir irgendwie nichts Eingemachtes machen. Nur die können wir in die Gläser machen. Und die Gläser kosten auch noch ganz schön viel Erz. Vielleicht kommen wir ja zufällig noch an einer kleinen Höhle hier vorbei. Eine kleine Höhle habe ich auch schon gefunden, die habe ich noch leer gemacht. Offscreen, weil da war eine kleine Höhle und die haben wir ja schon mal durchsucht. Und sowas werde ich sowieso ab und zu mal offscreen machen. Einfach Ressourcen sammeln. Aber das wissen wir jetzt, dass wir das erst oft genug machen müssen, dass es auch ein Bestandteil ist des Spiels, dass man immer wieder mal farmen muss. So, hier hat man noch ein bisschen Silizium. Könnte man ruhig mal mitnehmen noch. Ich weiß nicht, wie viel wir noch haben zu Hause. Zack. So, du kommst mit. Wir brauchen ja noch ein bisschen Glas eventuell. Ich habe alles schon eingeschmolzen sonst an Glas. Wir brauchen aber auch, wie gesagt, für jedes Einmachglas auch ein bisschen Eisen. Also jedes Mal einen Eisenbarren auch. Ist nicht wenig. Oh, ein paar von den Kürbissen auch nochmal. Und nochmal eine Karotte. Wenn sie denn will, da will sie. Tiere lassen wir jetzt, weil die brauchen wir einfach nicht mehr. Wir haben Fleisch ohne Ende und das können wir uns eh nicht groß haltbar machen im Moment noch nicht. Deswegen eigentlich brauchen wir da gar nicht drauf setzen. Und apropos drauf setzen, ihr Lieben. Ich habe mal geguckt bei unseren Überlebensbaum hier hinten nochmal. Hier bin ich nochmal reingegangen zum Durchschauen. Weil das ist ja auch was, was wir im Solo-Baum gar nicht haben. Und da werden wir uns auch nochmal was reinfahren. Guckt mal hier nämlich. 10% Dauer von Nahrungseffekten. Also schon mal erhöhte Dauer dadurch, dass wir also unsere Nahrungsbars halten länger. Das ist schon super, doch, ne? Und was auch super ist, ist das hier. Guckt mal. Habt ihr auch schon mal in die Kommentare irgendwann geschrieben gehabt? Minus 100% Rate of Planted Corpse Spoiling. Das heißt, minus 100% heißt, die volle Verfallsrate ist weg. Das heißt, alle Sachen, die wir auf den Feldern pflanzen, bleiben dann, wenn wir sie nicht ernten, wenn wir die also dann, wenn wir dann die Felder voll machen und haben dann eine volle, so wie in der letzten Folge, eine volle Kürbisernte und lassen die stehen, dann bleibt die stehen. Weil die voll ausgewachsenen Pflanzen dann überhaupt nicht mehr verderben auf dem Feld. Das ist dann so wie die wild gewachsenen Pflanzen hier. Die sind ja auch, die bleiben ja auch ewig stehen in die Büsche hier, bis wir die pflücken. Dann beginnt ja erst der Verfall. Und das gilt dann auch für unsere selbst gepflanzten Felder. Das heißt, Farming kann auf die Weise auch noch echt interessant werden dann. Vor allem, weil wir die Sachen ja auch mit den eingemachten Sachen dann auch noch dann nach der Herstellung unendlich haltbar machen können. Das Problem ist nur, es ist noch nicht freigeschaltet. Das heißt, wir müssen anscheinend beide Dinger hier haben, um den freizuschalten. Das würde also bedeuten, wir müssten hier einen Punkt reingeben. Da will ich aber sowieso was reingeben. So, hier. Plus 10% Nährwerte durch Nahrung. Ist auch okay. Können wir auch ruhig sowas reingeben. Der hier ist eigentlich nicht mehr interessant. Plus 20 Nährwert, Ruhe, Lebensmittel. Wobei auch noch, dann können wir das, wenn wir unterwegs das Gemüse mal so knuspern, hier in Kürbis oder Wassermelone oder so, haben wir dann auch noch einen höheren Bonus. Weil dann müssten wir schon 1, 2, 3, 4 Punkte quasi, um hier hinzukommen. Ne, verteilen. Und hier hört es ja irgendwann auf. Ab Level 40 gibt es ja hier keine Punkte mehr. Ne? Hier geht es dann, das ist dann der Baum, der erst mit dem ersten DLC weitergeht, sage ich. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass dann hier auch noch ein bisschen was dazukommt, vielleicht sogar an Talenten im Solo-Baum und auch hier, dass es das noch ein bisschen ausgebaut wird und dass das dann auf jeden Fall steigt, dass man mit dem DLC dann in dem Baum hier bis Level 60 gehen kann und beziehungsweise bis Level 60 Punkte bekommt. So, okay, also jetzt gucken wir hier nochmal rein. Hier geben wir auf jeden Fall jetzt schon mal was drauf. So. Das ist nicht so interessant, aber das hier. Und ich würde sagen, da geben wir sogar vielleicht zumindest schon mal den zweiten drauf. Das ist jetzt egal. Wobei es könnte auch noch wieder für uns, ne? Trifft ja dann auch die Sachen, die wir mit uns rumtragen. Aber wenn die eh nicht ablaufen, ist das egal. So. Und da geben wir auch noch mal einen drauf. Nährwert durch Nahrung. Und dann gucken wir mal, ob wir noch was in Schaden geben. Aber das ist. Ah, hätte ich fast vergessen, dass ich da auch durchgestöbert habe.
Weil das ist, das muss ich, das ist doch besser, wenn man das, also das ist besser, wenn ich das sowas mal offscreen mache, da mal so ein bisschen durchstöbern. Weil dann kann man sich einfach ein bisschen besser konzentrieren. Also ich jedenfalls, wenn ich nebenbei halt nicht kommentiere. Und dann fällt einem auch eher was auf. So, ihr Lieben, ich glaube, wir gehen jetzt auch. Obwohl, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt den ganzen Tag noch hier. Ne? Dann gehen wir ruhig noch eine Runde um den See. Ist eh unser Weg ins Schneebiom dann auch, ne? Ja. Können ja schon mal hier unseren Marker setzen. Unser Zuhause finden wir auch so. Da hinten geht es dann weiter. Wird auch ziemlich schmal irgendwie da. Wird geht richtig in so ein Canyon rein. Oh Leute, ich bin so richtig. Ich freue mich so wahnsinnig drauf jetzt. Auch jetzt eigentlich ja nur wie viele Spielen haben wir schon Schneebiom, aber trotzdem, weil es hier auch wirklich schön aussieht. Und weil die Wettereffekte halt so toll sind und auch so herausfordernd. Ich meine, in keinem anderen Survival-Spiel haben wir uns bis jetzt für einen Ausflug in ein Schneebiom so sehr vorbereitet. Wo man sich auch in den anderen Spielen, die wir spielen, auf jeden Fall auch da vorbereiten muss. Ne? Auch in Scum kann man nicht einfach so zum Beispiel in Schnee oder ins Eis fahren, weil man dann auch relativ schnell anfängt zu erfrieren, wenn man nicht die passende Kleidung dabei hat. Aber es ist halt nicht so wie hier, wo man noch mit extremen Wettereffekten rechnen muss und all den ganzen Sachen. Wo man auch vor allem ganz alleine ist auf sich. Oder auch wo man es auch hat, was mich auch ein bisschen natürlich auch in Ark. Wenn man da loszieht ins Eisbiom, um Schneedinos zu zähmen, sollte man auch gut ausgerüstet sein. Auch die Fellrüstung auf jeden Fall haben und so weiter. Aber das Spiel hier hat auch sowieso viele Sachen, die mich auch generell an Ark erinnern. Wir sind auch sehr durstig. Trinken wir noch einmal einen Schluck. Natürlich wieder mit Pieselotten. War klar. Oh, Moment. Ach, ich wollte sagen, haben wir hier noch einen kleinen Höhleneingang? Noch ein bisschen Eisen eben doch auf dem Weg noch mitnehmen. Wenn wir jetzt schon entschieden haben, dass wir den ganzen Tag noch Zeit haben, würde ich glatt sogar noch mal Eisen sammeln, wenn wir welches finden. Wenn wir jetzt einen kleinen Höhleneingang finden hier. Aber ich glaube, hier kommt nichts mehr. Außer ein Wolf, so wie sich's fast anhört. Und ich weiß auch gar nicht. Ab hier geht's langsam hoch, ne? Ins Eisbiom. Ich weiß auch gar nicht, ob wir dann die ersten Meter noch ohne die Rüstung anzuziehen laufen sollten. Also quasi hier in dem Bereich noch. Um nicht so extrem zu überhitzen, vielleicht schon. Dass wir die dann erst anziehen, wenn wir oben ankommen hier. Komm, kriegen wir schon mal ein Gefühl, wie weit wir hier laufen müssen. Bis es losgeht. Wird unser erster kleiner Blick da vorne. Sieht langsam aus, als wenn es winterlich anfängt zu werden. Oh, guck mal hier! Guck mal kurz ins Inventar. Sagt denn der Platz? Was macht denn der Stein hier? Geh mal raus. Haben wir eine Fackel dabei? Natürlich haben wir eine Fackel dabei. Für eine kleine Höhle geht es auch so. Wird kurz dunkel vielleicht. Also nicht nur vielleicht, wird ganz sicher dunkel. Wir machen erstmal ein paar Schritte hier dann so rein. So, hier vorne haben wir schon Eisen. Wir nehmen nur ein bisschen Eisen schnell mal noch einfach noch mit auf den Weg. Dass wir noch mehr Einmachgläser machen können. So, Moment. Licht bewegen und schön weiterleuchten. Super, hast du fein gemacht. Alles klar. So, leg dich mal dahin, nicht reintreten. Das geht ja auch so schön schnell. Mit der Stahlspitzhacke ist das hier immer nur 3, 4, 5. Naja, oder. Aber der hängt auch halb hier drin, ne? Trotzdem ganz abgebaut. Da ist noch einer. Ha! Das ist natürlich super. Dann können wir. Weil wir brauchen das für Einmachgläser. Dann drehen wir jetzt aber auch gleich um, weil müssen wir das ja auch noch wieder einschmelzen hier. Und wir können ja beide, dafür können wir ja beide Schmelzen betreiben. Ich habe die andere Schmelze extra stehen lassen, die einfache Steinschmelze. So, na? 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 Will da nicht ein Wurm auftauchen? Anscheinend nicht. Oh, Leute, ich bin einfach so, so begeistert von dem Spiel. Es macht so einen Wahnsinnsspaß. Sich richtig cool auf so eine Expedition vorbereiten, weil man eben auch mit den schweren Unwettern rechnen muss. Damit rechnen muss, dass man dann einfach wirklich nichts zu essen findet. Dass schwere Schneestürme aufkommen, Blizzard, einfach alles. So super. Komm, haben wir hier noch irgendwo was? Kupfer ist jetzt egal, das brauchen wir nicht mehr. Davon aber nur. Hier vorne haben wir doch direkt noch eins. Das nehmen wir so mal mit.
Gute steht ja auch im Dunkeln da. Es gibt ja auch das Spitzhackensymbol. Dass wir wissen, dass wir was zum Abbauen vor der Nase haben. Und dich nehmen wir noch mit. Dann sind wir eh fast überbeladen. Sollen wir halt nur ein bisschen suchen da. Spitzhackensymbol. Ich will mal kurz gucken. Irgendwo muss ein größerer Brocken sein. Da ist der ganze Rand. Das war alles? Nee. Das war alles. Alles klar, Leute, zurück. 1353. Oh, guck mal, wie cool das hier auch aussieht. Kann man auch trinken, ne? Ja. Schöner Spot auch. Und genau wahrscheinlich zum Eingang zum Schneebiom da oben. Da geht's dann langsam los, würde ich sagen. Steht ein dickes Bison rum. Okay, wir ziehen zurück. Bereiten alles vor. Was wir jetzt gesammelt haben noch. Stellen schön viele Einmachgläser her. Machen richtig viele Berries. Machen alles, was wir einfach machen können. Alles. Und hoffen, dass es nicht so schwer wird. So, Wolfi, bleib mal auf dem Weg da und wir bleiben hier. Dann sind wir uns doch einig, ne? So passt das. Ich hoffe, dass es mit den Eisbären so ähnlich friedlich funktioniert. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber ich glaube, das wird nichts. Die Bären haben irgendwie eine viel größere Agro-Range. Die greifen viel, viel schneller an. Also jedenfalls die normalen Bären haben wir schon festgestellt, dass die uns auf echt große Entfernungen dann schon manches Mal gesehen haben. Wobei wir hier tatsächlich keinen einzigen Bären bis jetzt gesehen haben. Tatsächlich stimmt hier, ne? Das fällt mir jetzt erst auf. Wir haben hier nicht... Uns ist hier nicht ein Bär. Mir auch offscreen nicht. Nicht ein einziger. Wahrscheinlich ist das Spiel hier jetzt gnädig. In dem Gebiet hier im Waldbiom. Weil es ja weiß, dass wir im Laufe der Mission noch Eisbären am Hals haben. Guck mal, der hat auch nichts gesagt. Die Wölfe sind auch überdurchschnittlich friedlich hier, habe ich das Gefühl. So. Okay. Ab zurück nach Hause. Ab an den Herd. Konserven fertig gemacht. Beziehungsweise Kompott. Eingemacht, die guten Einmachgläser. Aus Omas Regal mit den Einmachgläsern. Von denen einige vermutlich seit Mitte der 50er Jahre dort stehen. Aber die sind immer noch gut. Die sind immer noch gut. Das erkennst du daran, da ist ein dickes Gummi drum. Deswegen sind die gut. So, nee, hier machen wir gar nichts. Wir gehen erstmal... Wo gehen wir erstmal hin? Erstmal gehen wir hier hin. Und schmeißen hier erstmal rein. Das und das hier, seht ihr schon? Nichts passiert. Läuft nicht ab. Ist für forever haltbar. Oh, Moment, jetzt haben wir ja auch noch Eisen für Feuersteinpfeile, ne? Müssen wir kurz überlegen. Ah, da müssen wir... Nee, wir bleiben jetzt erstmal bei Knochenpfeilen. Ich habe jetzt auch schon nämlich hergestellt Knochenpfeile. Die behalten wir jetzt auch. Wir hauen jetzt erstmal alles an Mehl durch. Sehr schön. Das läuft. Dann packen wir hier drüben rein. Hier habe ich schon meine ganzen Vorräte für Tee und Kakao, Kaffee und so weiter, dass wir unsere Thermoskannen voll machen können. Das kommt hier rein. Hefe auch. Schön, dass die Sachen auch nicht ablaufen können. Da kann man richtig schön sammeln. Und dann wollten wir mal gucken, wie mit dem Obstsalat. Die können wir doch jetzt machen, irgendeinen. Hier den ganz einfachen hier. Stell mal her. Einen erstmal. Läuft auch nicht mehr ab. Tatsächlich nicht. Ist das gut. Ich habe auch hier Tierfett hergestellt. Hier die Menge schon mal auch zum Gucken. Und weil wir es auch brauchen fürs Gebäck. Und da habe ich auch schon festgestellt, das läuft nicht mehr ab. Dann läuft das hier auch nicht ab. Das ist ja so gut. Okay, dann müssen wir die jetzt mal so futtern. Hatte ich nicht irgendwo überlegt, dass ich eine Kiste schon mache, wo ich die Vorräte reintue? Sagen wir, alle Vorräte werden in dieser Küche gesammelt. Das ist gut, dann haben wir einen Überblick. Alle fertigen Vorräte kommen hier rein. So. Dann haben wir hier jetzt Gebäck. Da brauchen wir Mehl, Tierfett und Wasser. Mehl machen wir schon. Hefe haben wir auch. Da brauchen wir mal 5 Mehl. Brauchen wir nur einmal Mehl und einmal Tierfett. Und Wasser halt. Ich glaube, wir stellen erstmal gleich eine Thermoskanne. Wir schmelzen das Eisen jetzt ein. Wir machen jetzt keine Eisenpfeile. So, hier haben wir noch die Schmelze schon fleißig gelaufen. Das erste Mal Gold durchgeschmolzen, aber das probieren wir jetzt nicht mehr aus. Mit den elektrischen Teilen. Dass wir jetzt loskommen mit dieser Folge. So,
aktivieren. Ach so, am besten nehmen wir hier gleich mal ein bisschen was raus und schmeißen die andere einfache Schmelze auch noch an. Können wir gleich doppelt durchschmelzen. Hier Eisen geht ja auch hier, kostet auch das gleiche. Die ist nur etwas langsamer. Aber egal. So, dann kommt hier mal Golderz mit rein. Golderz, Goldbarren mit rein. So, Stahl. Dafür brauchen wir nicht jede Menge für unsere Feldflaschen. Siliziumerz. Packen wir erstmal in unsere Erzkiste. Ich habe auch so ein bisschen umgebaut in unserem Haus, wie ihr seht, generell. Nicht nur die Balken hier reingezogen, dass es so ein bisschen mehr nach Fachwerk aussieht, aber das sieht man auch. Sieht doch viel gemütlicher aus, so, ne? Und wir haben ein richtiges Bett, habe ich jetzt auch mal aufgestellt, um zu gucken, ob wir vielleicht irgendwie einen anderen Bonus haben, aber es ist derselbe Ausgeruht-Bonus. Kann nur sein, dass er länger hält, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ansonsten habe ich halt nur ein bisschen alles hin und her geschoben, die Bänke und die Kisten, damit ich einen besseren Überblick habe über das, was wir haben. Einfache Erze, bessere Erze, verarbeitete Materialien wie Epoxid, Baumharz, Mehl, Knochenmehl und so weiter. Jagdkiste, Tee und Kakao, Kaffee, Leckereien, Glas, Materialien sind in den Werkbänken drinne. In dem Bar, hier ist alles da drin, was wir brauchen, die ganzen Barren und so. Einfach für den Überblick. Hier ist das ganze Aluminium drin, weil das brauchen wir hier. So, fangen wir auch jetzt hier an. Wir machen jetzt erstmal Feldflaschen. Wir machen erstmal eine Feldflasche. So, komm mal raus hier, Stahlbarren. Und da ist noch die Thermoskannen. So, Feldflasche. Wir machen. Für die braucht man noch das Glas und auch Epoxid. Genau, die kosten auch wieder Glas, die Thermoskannen. Erstmal eine Feldflasche. Super. Dann testen wir nämlich, ob die jetzt auch als Wasser funktioniert, wenn wir damit mal hier so Gebäck machen wollen. Ach ja, dann haben wir Dichermeier auch noch. Habe ich die jetzt nicht rausgenommen, die Feldflasche, nur hergestellt. Wer kommt da? Nein. Pfui. Aus. Böser Wolf. So nicht. Ich habe die nicht rausgenommen, ne? Natürlich nicht. Ich wieder. So, die müssen wir aber in der Hand halten, um die hier aufzufüllen. Sonst geht das nicht. Füll die auf. Trinkt euch nochmal einen Schluck dabei. So, Wasser haben wir dabei. Das müsste ja dann jetzt. Ja, wird auch angezeigt, dass wir Wasser dabei haben. Zweimal. Brauchen wir also nur noch Tierfett und ein bisschen Mehl. Komm mal raus hier, Mehl. Dann machen wir erstmal das Gebäck und dann probieren wir natürlich auch noch Brot aus. Tierfett. So, wir machen uns ein bisschen lecker Gebäck. Stell mal 10 Stück her. Oh, das dauert aber. Ist hier überhaupt kein Fortschritt. Das Wasser muss hier rein vielleicht. Oder hier? Wo muss das Wasser hin? Nee, oh, das war nicht gut. Jetzt habe ich kein Wasser mehr. Nochmal. Oh doch, da, es wird angezeigt. Da oben läuft das. Hier läuft auch was hier. Okay, eben hat da nichts angezeigt. Dann nochmal. 9 Stück. Ah, geht doch. Geht doch. Und ist auch. Aber das gibt keinen Boni. Sieht aber lecker aus. Wir machen das jetzt mal. Wir machen davon ein paar fertig. Das ist aber das Wichtigste. Die müssen wir eigentlich gleich machen. Wo sind unsere Karotten hier unten? Da müssen wir sofort loslegen, dass davon nichts mehr abläuft. Gläser machen. Ah, so gut. Ich find das so super. Und wir dürfen vielleicht auch nicht so viele verschiedene Sachen mitnehmen, je nachdem, wie es mit Platz wird. So. Haben wir kein Wasser mehr? Das Wasser ist alle. Das, was da drin ist. Okay, dann schmeißt das hier rein. Ich will schon 10 Stück haben da, dass wir gerade einen Stapel haben hier. So. Stell nochmal 10 Stück her. 3 Stück her. Dann haben wir 10 mal Gebäck. Unwetter zieht auf. Gut, dass wir nicht losgegangen sind. Dauert doch schon wieder länger als gedacht, unsere Vorbereitung. Aber egal, wir ziehen auf jeden Fall noch los. So, das ist das. Dann guck mal, wie wenig Wasser die nur verloren hat. Das ist super. Die füllen wir gleich nochmal auf. Packen die dann in unseren Anzug rein. Jetzt die hat dann ausgedient. Die kann dann irgendwo. Wo habe ich eine Ausrüstung? Hier habe ich ein bisschen Ausrüstung. Kann hier mit rein. So, dann holen wir nochmal Hefe. Nur zum Gucken. Und auch nochmal ein bisschen einfaches Brot. Das müssen wir dann noch durchbacken, ne?
Und müssen wir das Gebäck auch noch durch. Das muss am Feuer noch gebacken werden, oder? Ich bin gespannt. Ja, das müssen wir noch backen. Das hier nicht, ne? Oder? Vielleicht kommt dann erst der Bonus zum Vorschein. Ah, ist das gut, Leute? Ist das gut? So, komm mit. Und ab ins Feuer mit dir. Nicht du, du. Und aktivieren. Wieso macht er jetzt noch Holzkohle? Soll das Brot machen? Mach das Brot. Back Brot einfach ins Feuer legen. Ja, soll ich das jetzt wirklich da hinlegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Wird doch auch hier angezeigt. Fladenbrot. Fladenbrotteig. Und Brotteig? Oh, Brotteig ist hier nicht dabei. Machen wir Brot im Ofen vielleicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. In dem anderen Ofen, ne? In dem Kanonenofen. Eventuell. Oh. Und da machen wir nur Fladenbrot. Wie macht man denn jetzt ein Fladenbrot? Brotteig. Backt Brot. Einfach ins Feuer legen. Hier steht aber Fladenbrotteig. Und der hat auch einen Bonus. Der hier hat keinen Bonus. Wie machen wir denn jetzt daraus noch ein Fladenbrot? Okay, Lieben. Das müssen wir dann in der nächsten Folge, in der nächsten Mission ergründen, nicht in der nächsten Folge. Denn wir wollen jetzt hier uns vorbereiten, dass wir die Sachen machen, die wir kennen. Dann bleibt das Brot hier in der Küche. Das Mehl bleibt hier. Das... Achso, die Sachen, die fertig sind, wollte ich hier reintun. Dann kommt das Brot da drüben rein, aber das Mehl bleibt auf der Seite. So, Brot kann hier mit rein. Und wir machen mit dem Wichtigsten weiter. Können wir eigentlich die Wassermelone hier auch kochen? Nee, eine Wassermelone geht nicht, nur Kürbis. Ja, Wassermelone wäre auch ein bisschen komisch. Wir stellen uns Gläser her und machen weiter hier eingemachte Berries und Karotten. So, wie viel geht? Super. Hau raus. Maximum. Ich glaube, das müsste reichen. Vor allem die Stets decken sie nicht, aber sobald wir sie fertig befüllt haben, stapeln die ja. Wahrscheinlich auch nur im 10er-Stapel, aber es müsste reichen. So, das wird hergestellt. Wir gehen schon mal an die Steinmetzwerkbank, bereiten unsere Bauteile vor. Halt, das ist die Steinmetzwerk, brauchen wir auch ein bisschen Leder. Und ein paar Eisennägel. Schmeiß mal die Stahlbarren hier rein, die brauchen wir gleich da. Das können wir hier oben mal... Jetzt können wir auch zerstören, den Stapel. Weg damit. Ein paar Stöcke haben wir in der Tasche. Du kannst zerstört werden. So, die knuspern wir nebenbei einfach weg. Das ist das restliche Glas. Hefe schmeißen wir noch hinten wieder rein. Wir backen jetzt nichts mehr. Wir machen dann doch mit Einmachgläsern weiter. Das kommt hier unten hin. Alles klar. Wir essen aber nebenbei mal ein bisschen Fleisch. Oder hier sind durchgebratenen Kürbis. So, das läuft gar nicht. Das ist natürlich super. Ach, kein Holz mehr. Ah, Katastrophe. Komm her, wir schmeißen ein bisschen Kohle rein. Ah, das ist gar nicht durchgelaufen. So, hier haben wir nichts mehr. Wir brauchen... So, holen wir die sechsen. Sind die da alle jetzt drin? Ja, ne? Alles nehmen. Passt nicht ganz. Geht los. Aber mach Maximum, so viel wie geht. 15 Stück. Sehr schön. Und dann hiervon auch noch gleich. Maximum 8 Stück. In die Warteliste hinterher. Und alles nehmen. Super. Rein damit, rein damit. Nochmal zwei mehr herstellen. Leute, wir werden so einen riesen Vorrat auf jeden Fall mitnehmen. Das dürfte reichen. So ist Wasser raus. So müssen wir wieder einmal hier reintun zum Auffüllen gleich noch. Okay, ich denke, die Sichel brauchen wir jetzt auch erstmal auf der Reise nicht mehr. Die kann auch erstmal hier bleiben. Können wir uns zwei Feldflaschen mitnehmen. Eine behalten wir da unten in der Tasche. Und
und eine packen wir in unseren Anzug rein, einfach nur so. Obwohl, eigentlich brauchen wir keinen. Nee, brauchen wir nicht. Was wir brauchen, sind Feldflaschen! Epoxid. Kommst du her? Und auch schon mal, was machen wir denn zuerst? Erstmal Kakao und Kaffee. Wilder Tee, grüner Tee und ein bisschen Grüntee noch. So, Eisenbarren schmelzen ein. Wir schmeißen nochmal alles an Stahlbarren rüber, was wir haben. Zack, zack. Und Thermoskannen. Ja, mach erstmal 4 Stück, komm. Was brauchen wir hier jetzt noch? Ach, Seide. Dann können wir auch schon mal gleich unseren Recurve-Bogen machen. Halt, fehlt ein Stahlbarren. Müssen wir auch noch herstellen. Eisenbarren, Eisenbarren, Eisenbarren und Kohleerz. Und Max sind nochmal 18. Sehr schön, werden also nochmal 18 Stahlbarren. Thermoskannen sind fertig. So, das war auch hier an. Ne, das war hier, ne? Nee, wo waren das jetzt wieder? Ah! Moment, wo waren denn jetzt eben. Das war doch irgendwo. Oder war das doch am Feuer einfach? Ganz unten. Ja, hier war das. So, müssen wir jetzt einfach. Kakao und Thermoskanne. Und wir brauchen noch viel mehr. Oh Mann, wir brauchen so viel, um eine Kanne zu füllen. Nein, wir können keine Heißgetränke mitnehmen. Das geht ja überhaupt nicht. Ich dachte, das reicht locker, was ich gefunden habe. Oh Mann. Oh, bittere Enttäuschung. Was machen wir denn jetzt? Ich will in dieser Folge los. Aber ich will auch auf jeden Fall Dings mit. Also jetzt hier, ich wollte unsere Thermoskanne mitnehmen. Das wäre überhaupt nicht gut. Hier ist auch das Brennmaterial aus. Kann das sein? Gib auch nochmal ein bisschen Kohle her. 3 Stück erstmal, es reicht für die Nacht. Das, das. Hm. Was machen wir denn jetzt hier? Die doch nochmal verschieben den Start. Damit wir, weil. Das wäre schon gut, ne? Ich muss auch gucken mit der Folge, sonst kommt die wieder viel zu spät, wenn ich die Folge jetzt deutlich länger mache, deswegen. Und das will ich auch auf gar keinen Fall. Hm. Wieso packe ich die Kohle jetzt wieder hier rein? Wie soll das Feuer anheizen? Aktiviere das erstmal ins Bett. Hm. Aber so viel Kaffee und Tee jetzt noch zu finden, ist auch echt schwierig und unwahrscheinlich. Können wir die auch einfach mit Wasser füllen? Dann haben wir sie wenigstens nicht ganz umsonst gebaut. Gib mal her. Ja. Okay, wir können die auch einfach mit Wasser füllen. Dann können wir zumindest uns auf die Weise heißes Wasser machen. Das ist auch schon besser als kaltes Wasser im Schneebiom. Weil die Thermoskannen kann man, denke ich, dann auch erwärmen. Aber die stacken nicht, das ist schade. So. Egal, okay, dann ziehen wir jetzt los, ihr Lieben. Bauen wir jetzt die Ausrüstung zusammen und machen uns auf den Weg. Das heißt, den schmeißen wir jetzt trotzdem hier rein, weil wir den nicht brauchen. Dann kommt eine Thermoskanne, bleibt eine Flasche bleibt da unten. Eine Flasche kommt hier rein. Und das schmeißen wir nachher raus, wenn wir losziehen. Genauso wie die ganzen anderen Baumaterialien. Das kommt alles raus. Das Glas können wir noch hier in der Küche brauchen. Nochmal herstellen. So, wir brauchen noch mehr für die Karotten. Wir können noch so viel eingemachte Karotten machen. Es kostet immer nur eine. Wir können noch 50 Einmachgläser davon fertig machen. Das kommt schon mal mit raus, auf jeden Fall. So, die stapeln im 20er Stack, die stapeln im 10er, die. Okay, die stapeln nur im 10er Stack. Hör nochmal so viele her, wie geht. Nochmal 6 Stück. Ah, ich glaube, das Inventar wird zu klein nachher. Und
Das wiegt auch schon wieder ganz schön was hier. Müssen wir eben rausschmeißen. Alles rausschmeißen. Und jetzt machen wir nur die Ausrüstung fertig. So, Steinbauteile. Eisennägel. Oh, jetzt wird's hektisch auf einmal. Weil es doch länger gedauert, als ich dachte. Und ich jetzt gesagt habe, wir wollen, weil ich halt gesagt habe, dass wir in dieser Folge losgehen. Jetzt habe ich das Gefühl, das ist nicht gut, wenn wir nicht losgehen. Wenn wir es nicht mehr schaffen. Aber das wird echt knapp. So, wir brauchen 4 Bodenelemente. Wir brauchen 4 Dachelemente. Aber wir haben nur unser kleiner Schwitzbungalow. Wir brauchen mehr Stein, sehe ich gerade, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt 8 Wände rundherum und dafür reicht es jetzt nicht mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Stein. Ah, lass mich los. Wir versuchen zumindest loszugehen auf jeden Fall und gucken mal, ob wir es schaffen bis dahin. Weil zumindest schon mal einen ersten Blick riskiert haben, den ersten Fuß reinsetzen in den Schnee. Was ich auch überlegt habe, ist, ob wir uns nicht vielleicht sogar, je nachdem, ob wir Platz haben vom Gewicht her, dass wir uns Werkbänke mitnehmen. Also zumindest würde ich dann mitnehmen den Amboss im Rucksack und die Bearbeitungswerkbank, um den Recurve-Bogen reparieren zu können. So, jetzt hier rüber. 8 Wände brauchen wir. Dann ist das fertig. Dann brauchen wir noch eine Rampe, wenn wir uns vernünftig reinkommen in unser Haus. Kommt in die Warteliste. Dann brauchen wir eine Tür auf jeden Fall. Ja, gib mal her, Holz, Eisennägel. Zack, zack. Was brauchen wir dann da noch? Eisenbarren und Seile. Gut, dass ich diesmal viele, viele Seile vorbereitet habe. Eisenbarren haben wir ja auch genug. So, komm her. Alles klar. Tür brauchen wir eine. Herstellen. So. Ja. Steine hier rein, das hier rein. Die Seile brauchen wir gleich noch. Das schon mal hier unten in die Ecke. Dann kommen schon mal die Bauteile raus. Jetzt das dazu, das, das. Hat er unsere Rampe jetzt nicht mehr fertig gebaut? Weil ich ihm das Baumaterial weggenommen habe? So ein Mist. Komm noch mal her. Bau die Rampe fertig hier. Herstellen. So, Rampe. Was sagt das Gewicht? Wir kommen schon jetzt ans Limit. Oh, wir haben die Sachen noch. Die schmeißen wir ja gleich raus noch. Die ganzen Seile. So. Okay. Dann Fellrüstung. Achso, ja, das ganze Fell erstmal raus. Fell, 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 Fell. Alles in die Werkbank rein. Und herstellen. Fellbeinschienen. Fellfußschützer hier. Stiefel, Fellarmschützer. Brustpanzer. Fellmütze. So. Haben wir noch eigentlich den Punkt frei für, wir können mehr tragen? Ja, den müssen wir noch geben doch. Die Hausteile müssen doch weniger wiegen. Alles klar. So, wir haben die Fellrüstung. Dann gib die mal raus. Das ganze Fell kannst du behalten. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon anziehen sollen oder nicht. Erstmal ziehen wir die auf jeden Fall aus. Aber ich denke, wir müssen die anziehen, sonst haben wir auch keinen Platz. Wir können das ja nicht mittragen jetzt. Also, die Lederrüstung bleibt hier. Und wo ist jetzt unsere ganze Fellrüstung? Ich habe sie doch gerade gebaut. Ich habe alles einmal gebaut. Ach, da sind die beiden Sachen. Die sind weiß. Die habe ich jetzt übersehen. Okay. Füße. Das, 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 das. Oh, guck mal, wie cool. Wie gut. Da ist er. Unser Arktis-Abenteurer. Zeig mal her. Das sieht schon richtig cool aus. Okay, dann rüber. Recurve-Bogen.
Ihr Lieben, ich fürchte, wir kommen in dieser Folge doch nicht mehr los. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich werde auch extra im Videotitel nicht reinschreiben, dass ich im Videotitel werde ich schon reinschreiben, dass wir nicht losgegangen sind, irgendwie so, dass man weiß, dass wir noch vorbereiten. Weil das schaffen wir nicht mehr. Jetzt, die Folge wird, das wird jetzt schon knapp. Wir brauchen noch den Recurve-Bogen. Fehlt immer noch ein Stahlbarren. Fehlt immer noch der Brennofen. Der ist schon durchgelaufen. Hoffe ich doch. Ja, sehr schön. Kommt das alles raus? Hier kann aus. Eisenbarren rein. Stahlbarren hier rein. Ach, und Epoxid fehlt ja auch wieder noch. Da, komm raus. Und jetzt aber Recurve-Bogen herstellen. Weil der braucht zum Reparieren dann, glaube ich, auch nur einmal Aluminium. Das wäre dann auch Aluminium. Ja, müssen wir auch Aluminium müssen wir dann auch mitnehmen. So, Langbogen kommt raus. Recurve-Bogen kommt zum Einsatz. Den schmeißen wir auch hier rein. So. Alles klar. Stahlspitzhacke auch nochmal. Achso, jetzt habe ich alle Stahlwaren da rausgenommen. Auch gleich noch einmal repariert. So. Weil sonst, wenn uns nachher der Bogen kaputt geht, auch wenn wir richtig viel kämpfen müssen oder so, können wir den nicht reparieren. Können wir nur reparieren an der Werkbank. Das heißt, wir müssten die Werkbank mitnehmen und ein bisschen Aluminium. Dann könnten wir die reparieren. Und den Amboss und ein bisschen Stahl. Dann könnten wir das auch reparieren. Die Axt. So. Das heißt, wir hätten jetzt hier noch Stahlbarren. Glas kann hier bleiben. Seile bleiben hier. Ich schalte die Kamera einmal um. Knochen, das bleibt alles hier. So. Schon sieht im Gewicht gar nicht schlecht aus. Und wir müssen eigentlich noch viel mehr Konserven haben. Hatte ich mir ein paar Gläser hergestellt? Ja, hatte ich. Ja, Leute, wir müssen das jetzt. Das ist jetzt, sonst wird das zu hektisch. Dann merke ich schon, das wird sonst nichts. Dann ist es auch nicht zum Zuschauen nicht mehr schön nachher. Ach, schade, ich habe mich so drauf gefreut. Ich wollte eigentlich unbedingt jetzt. Aber es dauert doch länger als gedacht. Aber egal, dann haben wir noch ein bisschen was von unserer Basis hier, wenn wir so schön aufgebaut haben. Und zusammen jetzt auch mal die ganzen Vorbereitungen gemütlich gemacht. Habt auch gesehen, was wir alles gemacht haben jetzt hier. Den Thermoskan. Schade, dass es nicht klappt. Vielleicht kann ich jetzt aber dann noch offscreen uns doch noch ein bisschen Kaffee und Tee sammeln. Und dafür hätte ich dann jetzt noch Zeit. Ja, dann gehen wir nehmen wir vielleicht auch noch ein paar Thermoskannen mit. Und ich kann uns noch mehr Einmachgläser herstellen. Und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht los. Aber dann haben wir schon mal die Taschen schon mal jetzt gefüllt und ändern das jetzt auch nicht mehr. Bleiben jetzt so. Das passt. Den essen wir mal einfach weg. Der vergammelt also doch, sehen wir übrigens gerade. Aber das Gebäck, ja, aber das Brot, der Teig geht auch runter. Das Gebäck bleibt haltbar. Können wir aber auch gar nicht essen. Müssen wir das hier jetzt erst reinschmeißen? Gibt's da was? Kommt da was raus? So, ist kein Brennmaterial mehr wieder drin. Ah, ist das schlimm. So, rein damit. Nee, das müssen wir, glaube ich, auch alles in diesem anderen Ofen noch machen, den es ja auch noch gibt. Genau wie das andere Brot in diesem Kanonenofen. Nimmt hier ja sowieso nicht. Okay, ihr Lieben. Dann kommen wir jetzt zum Ende. Müssen jetzt zum Ende dieser Folge kommen. Wie immer sage ich, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich hoffe so sehr, dass es nicht so schlimm ist, dass wir jetzt nicht losgekommen sind. Weil ich es am Anfang ja jetzt der Folge zumindest verspreche hier. Ich werde versuchen, das im Titel irgendwie schon gleich reinzupacken, dass wir es doch nicht geschafft haben. Aber jetzt sind wir gut vorbereitet. Ich mache ja auch am besten den Thumbnail auch gleich irgendwo hiervon, dass wir sehen, dass wir noch zu Hause sind. Ja, Lieben, also wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde mich riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich am allermeisten freuen. Sonst bleibt nur zu sagen, wie immer, lieber, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge. Und dann gehen wir auf jeden Fall los, weil jetzt haben wir ja alles. Ganz sicher.